Für das Absaugen benötigen Sie saubere Hände und das folgende Material: ein Absauggerät, optional Einweghandschuhe, einen Behälter mit Wasser, einen Katheter und einen Abfallbehälter. Ist alles Material vorbereitet, starten Sie das Absauggerät. Prüfen Sie die Saugstärke. Sog erzeugen Sie, indem Sie den Fingerdip verschließen. Wir beginnen mit der kleinsten Saugstärke. Nun öffnen wir die Verpackung des Absaugkatheters. Der Katheter bleibt in der Verpackung, während Sie ihn mit dem Absauggerät verbinden. Bevor Sie das Absaugen beginnen, erklären Sie Ihrem Kind, was Sie vorhaben. Bringen Sie zunächst den Oberkörper Ihres Kindes in eine erhöhte Position. Zum Absaugen können Sie Einweghandschuhe tragen. Ist alles parat, schalten Sie das Absauggerät ein. Nehmen Sie jetzt den Katheter komplett aus der Verpackung. Dessen Spitze sollte dabei nichts berühren. Sie können den Mund, die Nase oder beides absaugen. Wir starten hier mit dem Mund. Das Einführen des Katheters erfolgt immer ohne Sogwirkung. Führen Sie den Katheter nie tiefer ein, wie Mundwinkel und Ohrläppchen auseinanderliegen. Ziehen Sie den Katheter mit Sogwirkung langsam und mit leichten Drehbewegungen aus dem Mund. Dies sollte nicht länger als 10 Sekunden dauern. Das Absaugen der Nase erfolgt nach dem gleichen Vorgang. Der Absaugkatheter wird dabei nur in den vorderen Nasenbereich eingeführt. Auch hier gilt: Einführen ohne Sogwirkung. Danach mit leichten Drehbewegungen alles innerhalb von maximal 10 Sekunden absaugen. Bei Bedarf können Sie die Sogwirkung über den Regler des Absauggeräts erhöhen. Sollten Sie beim Absaugen einen Widerstand spüren, hat sich der Katheter an der Schleimhaut festgesaugt. Nehmen Sie dann jeweils einfach kurz den Finger vom Fingerdip und machen Sie danach mit Sogwirkung weiter. Übrigens, sollten Sie Mund und Nase absaugen wollen, können Sie für beides denselben Katheter verwenden. Beginnen Sie aber immer zuerst mit dem Mund. Sind Sie fertig mit Absaugen, werfen Sie den Absaugkatheter in den Abfallbehälter. Um den Absaugschlauch des Absauggeräts zu reinigen, spülen Sie ihn mit normalem Wasser und mit Sogwirkung durch. Falls Sie Einweghandschuhe getragen haben, entsorgen Sie diese ebenfalls im Abfallbehälter. Waschen Sie sich gründlich die Hände. Vergessen Sie nicht, Ihrem Kind gut zuzureden und es zu loben.